Schicksalsbinder, du bist zurück. Ash versucht durch ein freundliches Lächeln zu verbergen, dass er eigentlich das Gesicht verziehen möchte. Stimmt etwas nicht, Archont? Nichts, womit ich nicht klar käme. Der Trick zeugt Tribut von jedem, den er berührt. In meinem Fall jedoch kann der Preis höher sein als bei den meisten anderen. Er hebt sich zu seiner vollen Größe und wischt seine Sorgen mit einem entschlossenen Schulterzucken beiseite. Aber genug davon. Du bist nicht gekommen, um über die knarzenden Glieder eines alten Mannes zu sprechen. Wir müssen ein Reich unterwerfen und ein Volk brechen und unter dem Banner der Geschmähten vereinen. Sag mir, was du brauchst, Schicksalsbinder. Meine Suche nach Amelia führt mich in die Rostschluchten. Es stimmt mich froh, von deinem Fortschritt zu hören. Die Rostschluchten waren für Reisende einst unsicher und einer von vielen Engpässen auf dem Weg nach Wachplatz. Nun handelt es sich nur noch um einen rebellischen Müllhaufen. Ich bestätige, dass Armees Einheit von Stratos Herodiens Truppen gefangen genommen wurde. Dieser korrupte, inzüchtige Regent soll verflucht sein. Wenn sein Tod nicht zum Beenden des Edikts der Stürme erforderlich wäre, würde ich ihn liebend gern mit meinen eigenen Händen auf der Folterbank brechen. Ich war am Boden zerstört, als Armees Kohorte verschwand. Die Furcht eines Vaters unterscheidet sich nicht so sehr von der eines Generals. Und in meinem Fall bin ich doppelt verflucht, den Schmerz ihrer Abwesenheit zu erleiden. Ich kann ihre Gegenwart noch immer spüren. Da dieses Gefühl sogar noch stärker geworden ist, weiß ich, dass sie noch lebt. Aber gleichwohl mache ich mir Sorgen um ihre Sicherheit. Die Ungebrochenen suchen nach Artefakten. Das ergibt Sinn. Da wir Stratos Herodi nicht außerhalb von Wachplatz töten können, bleibt uns nur den Windwall mit der Macht eines Artefakts zu durchbrechen. Problematisch daran ist nur, dass niemand weiß, wie viele Artefakte im Wald verstreut sind, und ich hätte auch keine Ahnung, welches davon das Richtige für unser Vorhaben ist. Sollten diese Rebellen ihre Aufgabe ernsthaft verfolgen, könnten sie möglicherweise mehr darüber wissen. Ich glaube, dass es der Brauch des jedes Regenten war, mit einem Artefakt zu reisen. Da nun bis auf einen keiner ihrer verseuchten Lutinien mehr am Leben ist, suchen die Ungeborenen wahrscheinlich eine Leiche unter Tausenden, eine vergebliche Mühe, wenn auch keine unehrenhafte. Der Anführer der Ungeborenen heißt Matthias. Matthias? Seinen Namen habe ich noch nie gehört, aber da deine Informationen die aktuellsten sind, die wir der Region abgewinnen konnten, kann ich auch gleich annehmen, dass sie stimmen. Ganz gleich, wie er sich nennt, dieser Emporkömmling sollte getötet werden, um seiner Möchtegern-Armee eine Botschaft zu schicken. Solltest du ihn auf ihn treffen, erwarte ich, dass du ihm seinen Kopf säuberlich von den Schultern fällt. Okay. Ich habe erfahren, dass meine Geschmähten einen Weg in die Rohstoffe freigemacht haben, der verhindern sollte, dass irgendwelche Rebellen in die Gegend vorstoßen und sie verlassen können. Du solltest Theodor kontaktieren, den Leutnant, der den Angriff befehligt. Er wird dir den weiteren Weg weisen. Dann leb wohl. Oh, nee. Gut, das hat mir Erfahrungspunkte gebracht, aber nicht genug für Lyras Level Up. Und da Beric auch noch immer angeschlagen ist, werden wir jetzt erstmal zum Händler rübergehen. Schrott und so verkaufen. Ach, Osmia ist jetzt auch hier. Halt, Osmia wäre jemand anderes, gell? Deine Anwesenheit ist mir immer willkommen. Die Gespielen haben genug zu leisten. Wir können alle Hände gebrauchen. Was kann ich für dich tun? Nichts im Augenblick. Ich will eher mit dem Händler reden. Oh, und ich hätte gern den Hund. Wuff, wuff. Was kann ich für dich tun? Zeig mir mal deine Waren. Jedenfalls die, die ich kaufen kann. Ein ziemlich nicer Geschmiedenwurfspeer. Binder Schwur, das ist eine Wurfwaffe auch. Märtyrer. Heile Verbündete nehmen, wenn besiegt. Passiv. Wirkungsbereich auf Verbündete nicht selbst. Gut. Ein Eisenschwert des Geschmähten im ausgezeichneten Zustand. Ach, stimmt ja. Ich kann ja auch Qualitäten wieder machen. Weil das hier ist Qualität einfach und das ist Qualität gut. Und ich habe hier im Augenblick einen Wurfspeer, der einfach nur gut ist. Rüstungsdurchdringung, Erholung wäre schlechter.
Ja, Rüstungsdurchdringung 7, 3. Erholung wäre aber halt. Ja, schlechter. Schaden wäre aber auch halt höher. Schaden pro Sekunde um 0,17, weil eben Angriffsgeschwindigkeit niedriger ist. Genauigkeit würde sinken. Die ist ja durch Treffsicherheit gesteigert. Habe ich eben Genauigkeit von 9 jeweils. Deswegen würde die auch um 4 sinken, weil Genauigkeit ist. Wo ist Genauigkeit? Ich sehe sie nicht mal. Ach so, die Genauigkeit. Es gibt gar keinen Genauigkeitsbonus. Das heißt, ich würde mal 9 Genauigkeit einbüßen bei der Waffe. Ja, gut. Rüstungsdurchdringung ist klar, das hatten wir schon. Erholung ist auch verlangsamt und nur der Schaden pro Sekunde würde rapide steigen. Nee. Wie sieht's mit Barracks Axt hier aus? Wäre das Eisenschwert besser? Rüstungsdurchdringung, aber Genauigkeit wäre weg. Krummes Eisenschwert, nee. Und rüstungsmäßig auch gerade nichts. Diese Schriftrolle hinter einem magischen Kern, den Zauber verwendet wird. Welche Steine manipulieren. Das könnten wir uns theoretisch kaufen, aber jetzt will ich erst einmal aus der Box Zeug loswerden. Schicksalsbinder-Sachen will ich behalten. Ich verkaufe mal alles, was gewöhnlich ist. Eben außer den Schicksalsbinder-Sachen. Und ganz ehrlich, die Schicksalsbinder-Sachen, dass ich nicht immer auf die achten muss, auf meine Ausrüstung, lege ich die mal weg. So, Armschienen. Schwere Bronzerüstung. Das ist halt eine komplette Bronzerüstung der Unbeugsamen. Da habe ich hier den Hut eines Adligen. Bringt überhaupt nichts. Du trägst jetzt gerade schwere Stoffsandalen. Die machen nur eine bessere bessere Erholung. Hm? Ja, weil du gar keine Erholung hast. Doch, die sind ein bisschen besser als deine. Das hier ist deine Ausrüstung. Also was, pack mal deine normale Waffe da rein, da liegt sie nicht im Weg rum. Und bei Barrick machen wir dasselbe. Ja. Ungebrochene Rüstung. Schwer Bronze. Ist eigentlich recht solide Rüstung, die könnten wir mal aufheben. Wäre eigentlich auch sogar minus 10 Abwehr, oh, das ist nicht ganz so toll. Aber plus 3 Rüstung wäre nicht schlecht. Hieb-Schmetterrüstung, Stich-Feuerrüstung würde alles viel besser machen. Warum nur plus 0,5 Stich- und Feuerrüstung? Naja. Leichte Lederhandschuhe und das hier sind auch leichte Lederhandschuhe. Was für welche hast du? An? Oh ja, dann kriegst du die mal. Und setzt deine schadroten Wüterhandschuhe mal ab. Eine Lederrüstung haben wir leider gerade nicht. Wir hätten nur Lederstiefel im Angebot. Die sind aber
Genauso gut wie die Hordenstiefel. Und das sind nur Plünderer-Lederstiefel. Also kommen die auch mal weg. Obwohl, nee, wir haben ja noch andere Charaktere, die Ausrüstung brauchen. Da ist nichts mehr drin. Da sind nur Usables. Die Sachen kommen garantiert nicht weg. Und die ruinierten Sachen, die können wir auch auf jeden Fall verkaufen. Waffenmäßig. Ein Bronzeschwert aus dem unbeugsamen Land. Schild des Schicksalsbinders wird behalten. Habe ich eigentlich auch noch den Wurfspeer des Schicksalsbinders? Bronzener Turmschild kann weg. Die Klinge des Ruins ziehe ich mal auf. Vielleicht kann ich sie verbessern. Das bronzene Kurzschwert, das ist nicht wirklich besser als die Axt, also kann es weg. Der Bronzedolch auch. Und der Stufenvolk-Steifbogen kann auch weg. So. Das will ich vielleicht verbessern. Das ist ein Zweihänder, oder? Ja. Einhand, aber nicht so toll. Stab des borealen Frosts. Der kann, glaube ich, auch mal weg. Wurfspeer weg. Die Axt, haben wir gesagt, ist nicht so gut, weil der Schaden geringer ist. Ja, der Schaden ist geringer, weil die Erholung höher ist. Und Genauigkeit ist halt schlechter. Hat eine höhere Rüstungsdurchdringung. Und die Zweihand-Axt, die beheben wir auch mal auf. Bronzener Wurfdolch, aber der ist nicht so gut wie mein Wurfspeer. So. Gut, und da geht die Schriftrolle dagegen. Und handeln. So. Haussiegel. Und Amelias Kampfstandarte. Und dann hätte ich gerne das Ding gelernt. So, jetzt haben wir... Genau, Sigil des Steins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also mindestens 12, aber ich glaube, es gibt sogar 18 verschiedene Zauberschulen. So, was kann ich damit alles machen? Ich kann Fleisch zu Stein. Versteinert für Genauigkeit. Ja, böse. Dann was kann ich noch? Steinstacheln. Welche Reichweite hat eigentlich? 2 Meter. Erforderliches Wissen 15. Ich könnte die Reichweite noch boosten. Ja, könnte ich mir überlegen. Was hätte ich noch mal gehabt? Den Steinstachel. Gabe des Golems. Naja, überzieht das hier von Kopf bis Fuß mit großen irdenen Stücken Fels. Und hier steht zweimal dasselbe. Na gut. Damit können wir dann später rumspielen, wenn wir mehr Zauberslots haben. Vor allem, wenn alle Gruppenmitglieder mehr Zauberslots kriegen, dann könnte ich meinen Nahkämpfern Stein zu Fleisch geben. Wäre fast sogar besser als die falsche Grube. Yes. So, dann einmal kurz rasten.